Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von Photographisch. Diejenigen, die bereits Mitglieder meiner Facebook-Fanpage sind, der Link dazu steht übrigens unten in der Videobeschreibung, die wissen bereits, was für ein spektakuläres Tutorial heute auf sie zukommen wird. Und zwar soll es um den tollen Effekt gehen von den Kinoplakaten des Films The Dark Knight Rises. Aufmerksam gemacht wurde ich auf diese Plakate von dem User Jesus. Entschuldigung, wenn ich deinen Namen an dieser Stelle falsch ausgesprochen habe, aber danke für den Hinweis. Ich habe versucht, den Effekt möglichst genau aufzuschlüsseln und unser Endresultat des heutigen Tutorials befindet sich bereits in der Reihe hier, die ihr hier seht und ist letztendlich dieses Bild hier. Natürlich brauchen wir ein geeignetes Ausgangsfoto, denn alles kann man auch nicht in Photoshop machen und um die Entstehung dieses Fotos etwas besser nachvollziehen zu können, habe ich euch einmal eine kleine Belichtungsskizze angefertigt, in der ihr seht, dass wir lediglich zwei Lichtquellen brauchen. Zum einen das Keylight, um überhaupt die linke Gesichtshälfte und einen Teil der rechten Gesichtshälfte zu belichten. Wir brauchen einen dunklen bzw. schwarzen Hintergrund und ein kleines Backlight, welches dann letztendlich dieses Lichterdreieck hier auf der rechten Seite verursacht und den leichten Lichtschein am rechten Ärmel. Achten solltet ihr darauf, dass das Keylight nicht direkt auf den schwarzen Hintergrund fällt. Das könnt ihr erreichen, indem ihr eine kleine Softbox vor dem Blitz montiert oder eine Art Lichterröhre mit einem Karton um den Blitz baut. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ja, und nach etwas Ausprobieren sollte dann ungefähr ein Foto wie dieses hier herauskommen. Nicht perfekt, aber der Rest passiert in Photoshop. Um das Tutorial nicht gleich zu Beginn unnötig aufzublähen, möchte ich mir an dieser Stelle schon mal das Freistellen sparen, damit wir uns gleich den etwas interessanteren Dingen zuwenden können. Das heißt, 1, 2, 3 und der Hintergrund ist verschwunden. Als allererstes möchte ich dem Model einen etwas plastischeren Look verpassen. Das heißt, wir werden eine gezielte Dragermethode anwenden. Und das machen wir, indem wir die Bildebene duplizieren mit dem Shortcut STRG J. Diese Ebene wiederum in Graustufen umwandeln, STRG SHIFT und U und dann wieder duplizieren, STRG J und invertieren, STRG I. Anschließend werden wir der obersten Ebene den Ebenenmodus strahlendes Licht zuweisen und damit wir im weiteren Verlauf keinen unnötigen Schleier bekommen um das Model herum, werden wir nun mit gedrückter STRG-Taste in das kleine Thumbnail der obersten Ebene klicken, sodass sich eine Auswahl um unsere Bildebene bzw. um unser Model bildet. Dann gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter matter machen und hier wählen wir die Werte 12 Pixel und 228 Stufen bei dem Schwellenwert, damit wir die Konturen des Bildes etwas herausarbeiten. Anschließend werden wir dann die Ebene mit der unterliegenden Ebene verbinden, STRG E, und den Ebenenmodus weiches Licht anwenden, damit der Effekt bzw. die etwas stärkeren Konturen unten auf das Bild angewendet werden. Für einen etwas stärkeren Effekt könnt ihr auch den Ebenenmodus ineinander kopieren wählen, allerdings werde ich hier mit weiches Licht arbeiten. Der Effekt heißt gezielter Dragon-Effekt, da er nicht auf das ganze Bild angewendet werden soll, sondern nur auf Teilbereiche und das schaffen wir, indem wir eine Ebenenmaske erstellen, indem wir auf dieses kleine Icon hier unten klicken. Diese Ebenenmaske werden wir dann invertieren, also einmal STRG I. So dass der Effekt momentan nirgendwo Anwendung findet. Allerdings können wir jetzt mit einer weißen Pinselspitze und einer sehr geringen Härte über die Bereiche hinüberpinseln, die mit dem Effekt versehen werden sollen. Das heißt über die Haare, über die Augen auf jeden Fall, vielleicht auch über den Bart. So, überall da, wo wir den Effekt haben möchten. Wir können auch direkt im kleinen Thumbnail in der Ebenenmaske rechts sehen, wo wir überall rüber gepinselt haben, damit wir einen kleinen Überblick haben. So, das Hemd auch schnell. Das hätten wir. Wenn wir mit dem Resultat zufrieden sind, können wir die Ebene mit der unterliegenden Ebene verbinden. STRG E. Und anschließend können wir den Kontrast noch etwas erhöhen, indem wir eine Gradationseinstellungsebene öffnen und einen wirklich hauchdünnen S-Verlauf in die Linie bringen. Dann können wir die Dynamik etwas hinausnehmen. Das heißt, wir gehen bei der Dynamik runter bis auf minus 25, bei der Sättigung ruhig etwas hoch auf plus 6. Und um den Effekt zu vollenden, gehen wir auf Fotofilter, wählen bei Filter Sepia und gehen bei der Dichte hoch, bis wir
einigermaßen zufrieden sind. Natürlich kann man jetzt noch, natürlich kann man noch bestimmte Bereiche aus den Effekten hinausnehmen, indem wir mit der schwarzen Pinselspitze einfach über die Ebenenmasken der Einstellungsebenen pinseln. So, die Dynamik ebenfalls, sodass das Blau des Hemdes wieder etwas durchkommt. So. Und dann können wir noch etwas mehr Plastizität erreichen, indem wir auf Bildkorrekturen Tiefenlichter gehen. Hier stellen sich dann Standardeinstellungen ein, daher gehen wir bei der Stärke zurück auf 0, da wir mit unserer Belichtung zufrieden sind. Wir haben es abgesehen auf den Mitteltonkontrast weiter unten und hier wählen wir einen Wert von plus 20, um das Bild noch plastischer wirken zu lassen. Bestätigen das mit OK und schon haben wir unser Model schon soweit fertig. Um uns nun schnell dem Hintergrund zu widmen, werden wir ganz einfach unter unserer Bildebene eine neue Ebene einfügen und diese mit reinem Schwarz einfärben. Um vielleicht etwas mehr Tiefe in das Bild zu bekommen, können wir nun noch mit einer weißen Pinselspitze geringer Deckkraft von 5% und einer ganz geringen Härte vielleicht etwas hinter der Hose aufhellen, sodass etwas mehr Tiefe da ist. Anschließend, wie in der Vorlage, werden wir jetzt Wolken einfügen. Das können wir ganz einfach mit Pinselspitzen machen, die wir bei verschiedensten Internetplattformen herunterladen können, zum Beispiel brusheasy.com. Ich habe hier schon mal ein paar Wolken vorbereitet. So sehen sie dann etwa aus. Die Wolken sind wie in den Vorlagen nicht ganz weiß, sondern verschwimmen ein bisschen mit dem Hintergrund. Daher werden wir die Wolken, also die Deckkraft der Wolken, etwas verringern. Hier werden wir 58% nehmen und hier wählen wir eine Deckkraft von ca. 27%, sodass die Wolken wirklich nur schemenhaft hinten im Hintergrund zu sehen sind. So, und nun kommen wir sicherlich zu dem auffälligsten Effekt dieser Poster, dem Regen. Alles in allem sollen es drei verschiedene Ebenen von Regen sein, wobei zwei davon Hintergrundregen sind und eine Ebene im Vordergrund. Und mit dieser Ebene fangen wir jetzt direkt mal an und hierfür werden wir zunächst eine neue Ebene ganz oben öffnen. Wundert euch nicht über diese anders aussehende Darstellung hier. Ich habe einfach der Übersichtshalber ein paar Gruppen gebildet. Diese Ebene werden wir schwarz einfärben, dann gehen wir auf Filter, Rauschen hinzufügen und wählen hier bei der Stärke 40%, Gaussche Normalverteilung oder gleichmäßig ist eigentlich Jacke wie Hose, sieht ungefähr gleich aus. Wichtig ist, dass ihr monochromatisch angekreuzt habt. Dann bestätigen wir das mit OK, dann gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe und genau in diesem Dialogfeld können wir nun die Länge der Regenfäden beeinflussen. Das heißt, wenn ihr den Hintergrundregen gestalten wollt, solltet ihr eine etwas geringere Pixelzahl nehmen. Das heißt, etwas kürzere Regenfäden wählen als für den Vordergrundregen. Hier für den Vordergrundregen wähle ich zunächst 70 Pixel, bestätige mit OK. Dann werden wir etwas hineinzoomen und nun eine Tonwerkkorrektur einführen. Das heißt, wir drücken den Shortcut STRG L, sodass ihr ein Dialogfeld auftut und hier werden wir den schwarzen Regler ziemlich weit unter die Kurve ziehen und den Weißregler auch relativ nah an den Schwarzregler und dann ziehen wir es einfach so weit, bis nur noch ein paar Regentropfen übrig bleiben. Komischerweise ist in Photoshop so, dass die Vorschau weitaus weniger Regentropfen enthält als gleich, wenn man auf OK klickt. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so. Daher ruhig etwas übertreiben und dann mit OK bestätigen. Wir sehen, dass sich etwas Regen gebildet hat. Um die Regentropfen etwas zu vergrößern, können wir noch einen Ausschnitt dieses Regens einfach hinaus kopieren mit STRG C, STRG V zum Wiedereinfügen, sodass sich eine neue Ebene hier gebildet hat. Die unterliegende Ebene können wir dann getrost löschen, sodass wir jetzt eine kleine Regenebene haben, da der Regen nie ganz senkrecht bzw. gerade fällt, werden wir noch eine kleine Perspektive hinzufügen, auf Bearbeiten, Transformieren, Perspektivisch und unten etwas breiter ziehen, mit Enter bestätigen und anschließend werden wir den Regen einfach auf die gesamte Bildebene skalieren.
sodass sich ein schöner Regen gebildet hat. Nun, damit die Bildebene wieder durchkommt, werden wir einfach den Ebenenmodus negativ multiplizieren anwenden und wir sehen, dass der Regen gut durchkommt. Anschließend, um unten den Regen vielleicht etwas wegzulöschen, werden wir einfach eine eine Ebenenmaske öffnen und mit dem Verlaufswerkzeug den Regen unten etwas rauslöschen. Vielleicht die Deckkraft noch etwas verringern und überall da, wo uns der Regen nun stört, vielleicht auf dem Gesicht, können wir natürlich einfach mit dem schwarzen Pinsel entfernen. Dasselbe macht ihr einfach mit dem Hintergrundregen, bis auf das, wie eben erwähnt, dass ihr die Regenstreifenlänge beeinflussen könnt mit der Bewegungsunschärfe. Und dann sollte für den Hintergrundregen etwa sowas hin dabei rauskommen. Und schon ist euer Regen fertig. So, und zu guter Letzt werden wir jetzt noch ein paar Wasserspritzer hinzufügen, um das Ganze noch etwas realistischer aussehen zu lassen. Dafür öffnen wir eine neue Ebene und wählen uns eine Pinselspitze aus, die ich wirklich nur weiterempfehlen kann. Ich habe sie auf www.brusheasy.com gefunden. Sie heißt Martini Knight, ist völlig kostenlos und beinhaltet wirklich eine Vielzahl an verschiedensten Wasserspritzern, die ihr verwenden könnt. Und ihr malt diese Wasserspritze einfach mit 100%iger Deckkraft und weißer Farbe auf euer Bild. Erstellt dann eine Ebenenmaske und malt mit schwarzer Farbe derselben Pinselspitze einfach so über die Tropfen, dass die Tropfen wirklich nur am Rand, in diesem Fall der Schulter, zu sehen sind. Und so habt ihr schnell einen schönen Abspritz- oder Abpralleffekt erstellt. Das Ganze könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr mögt, also auf verschiedenen Ebenen. Und wenn ihr das getan habt, sollte das Ganze dann ungefähr so aussehen. Und anschließend einfach die Schrift hinzufügen und das Kinoplakat ist soweit fertig. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen und ja, sage bis zum nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen.